Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein Making-of und zwar zu meinem Foto aus dem Gespensterwald an der Ostsee. Ihr habt euch ein Making-of dazu gewünscht, weil das Foto sehr gut auf Instagram und Facebook ankam. Und heute ist es soweit. Ich zeige euch heute, wie ich das Foto bearbeitet habe. Also, los geht's. Das Foto habe ich für euch schon mal geöffnet und wie ihr sehen könnt, ist es das Foto, was ihr bei Instagram finden konntet auf meinem Kanal. Von so her gehen wir gleich mal rein. Ich habe eine duplizierte Version davon schon erstellt. Und zwar ist es diese hier. Sieht einen ganzen Ticken anders aus als die fertige Version, wie ihr sehen könnt. Da gibt es dann doch ein bisschen was an Unterschied. Aber mit wenigen Arbeitsschritten könnt auch ihr so ein Foto machen und das möchte ich euch jetzt zeigen. Also, fangen wir an. Meine Routine ist immer einzustellen, welches Format es sein soll. Und da hat Instagram das quadratische bzw. das 4x5 Format. Ich wähle gerne das 4x5 bei Hochformataufnahmen. Und so kann ich ein bisschen mehr auch hier dann zeigen, ja, wie der Wald aussieht und wo ich bin. 4x5 ausgewählt und das passe ich noch ein bisschen an. Das heißt, ich ziehe etwas hier runter. Und natürlich ist es immer schade, wenn man nach oben hin etwas verliert. Aber in diesem Fall ist es okay für mich und ich würde das jetzt auch so ungefähr lassen, schauen, dass es einigermaßen gerade ist. Wenn du in deiner Kamera schon bei der Aufnahme gut arbeitest und exakt alles gerade einstellst, dann sollte das im Foto im Nachhinein auch passen. So, zuschneiden, bitteschön. Jetzt gehe ich etwas an die Helligkeitswerte. Ihr seht, ich gehe noch nicht hier oben in den Weißabgleichbereich, sondern ich mache erstmal die Belichtung fertig. Die Lichter ziehen wir runter und zwar so, dass es passt, nicht zu krass, aber auch nicht zu heftig nach oben. Das heißt, etwas weiter zurück. So ist das schon ganz gut. Die Tiefen helle ich etwas auf. Die passe ich nachher eventuell nochmal an. Weiß gehe ich ein bisschen zurück. Schwarz lasse ich so in Ruhe. Klarheit könnte mir ein bisschen geben. Nur ein bisschen. Sättigung gehe ich jetzt schon etwas zurück. Und mit der Dynamik gehe ich etwas hoch. So, okay. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar wird hier in der Gradationskurve für mich immer ein bisschen was noch möglich im Bild. Wie ihr sehen könnt, passe ich hier schon mal die Tiefen an. Das heißt, die Tiefen ziehe ich etwas nach oben. Dadurch verlieren sie etwas an Kontrast. Und ich grenze es aber hier dann wieder ein. So eine abgeknickte Kurve mache ich dann daraus. Das ist ganz cool. Und dadurch kommt dann der helle Bereich noch etwas besser raus. Das kann man auch übertreiben. Ja, also je nachdem, was man dann am Ende möchte. In der Gradationskurve könnt ihr auch noch verschiedene Farbbereiche einstellen. Das heißt, wir können jetzt im Rotbereich hergehen und hier nochmal etwas mit der Farbe spielen. Kann man machen, muss man nicht. Ich lasse das jetzt mal weg, weil es dann sonst zu kompliziert wird. Wir bleiben mal nur im RGB-Bereich komplett. So, als nächstes kommen wir zu den einzelnen Farben. Und zwar gehe ich hier mit dem Orange etwas mehr in das Rötliche, so ganz leicht, mit Gelb auch, sodass wir diesen Sonnenuntergangseffekt noch ein bisschen mehr unterstützen können. Alle anderen Farbtöne ziehe ich auch etwas mehr nach links. Dann kommen wir zur Sättigung, gehen wir weiter runter. Und hier haben wir dann das Rot. Da wird es sehr spannend, weil da kann man schon etwas besser einstellen, wie es am Ende wirken soll in der Sonne. Das Orange natürlich auch, weil das ist nun die tragende Farbe überhaupt in dem Ganzen. Wie ihr sehen könnt, ich spiele mit dem Regler und dementsprechend heftiger oder auch entsättigter wird dann die Sonne dargestellt. Ich mache das mal so. Das Gelb können wir auch noch ein bisschen zugeben, je nachdem. Ich würde das so lassen. Ansonsten Grün etwas zurücknehmen, Aquamarin zurück, Blau auch etwas zurück. So. Die Luminanz bestimmt immer die Helligkeit der Farbe. Das heißt, auch hier kann wieder festgelegt werden, wie hell oder dunkel eine Farbe wirken soll. Auch das Grün wieder etwas zurück. Und das Blau auch noch, das lassen wir erstmal so. Und den Rest lassen wir auch so. Okay. Im nächsten Bereich der Teiltonung kannst du dann bestimmen, ob du bestimmte Farben in den Lichtern oder in den Schatten haben möchtest. Je nachdem, was für eine Farbe man einstellt, kann man dann hier auch dementsprechend die Intensität wieder einstellen. Das heißt, ich könnte hier ungefähr auf den Wert 5 gehen. Ja, das passt schon ganz gut. Im Schatten könnte man das typischerweise den Blauton einstellen, der liegt ungefähr hier nach meinem Geschmack. Und wenn man das etwas intensiviert, dann sieht man auch schon am Ende, welche Farbe rauskommen soll. Ich finde es immer sehr hilfreich, erst einmal die Farbe hochzuziehen in der Sättigung. Dann sehe ich auch, was ich tatsächlich ausgewählt habe.
und kann dann im Nachhinein noch anpassen, wie denn die Farbe nun ausgewählt werden soll. Und dann wieder zurückgehen natürlich auf, ja, 3-4 ungefähr. Das passt, das reicht. Schärfen, das ist auch so ein Thema für sich. Da gibt es ja viele, die schärfen nur ein bisschen, maskieren das Ganze ein. Und dann bleibt es so. Das passt auch schon. Ich habe mir angewöhnt, dann etwas mehr im Radius und in den Details auch zuzugeben, um noch ein bisschen mehr Knackigkeit ins Bild zu bekommen. Ansonsten Rauschreduzierung und Farbrauschreduzierung lassen wir weg. Auch hier die chromatische Aberration und die Profilkorrektur lasse ich auch aus. Was ich auch auslasse, das ist hier die automatische Ausrichtung. Das macht mehr Sinn bei Indoor-Aufnahmen oder generell von Gebäuden. Ansonsten lasse ich das eher frei. Was wir aber machen können, und zwar ist das die Vignette. Die stelle ich etwas zurück, so ganz leicht. Wie ihr seht, bekommt das Foto auch etwas mehr Fokus. Und ich setze hier unten bei weicher Kante und bei Lichtern den Regler sehr weit nach rechts. Somit haben wir in den hellen Bereichen weniger Vignette. Ja, das sind so mal die groben Einstellungen. Und was wir noch machen können hier unten, das ist die Kalibrierung, wie ihr sehen könnt. Da kann man noch hergehen, dementsprechend die Farbe einstellen. Das heißt, hier können wir das Rot mehr rausholen, ein bisschen gegensteuern, damit es nicht ganz so heftig ist. Das könnten wir tun. Man kann mit den Grünwerten arbeiten. Also auch wenn man kein Grün im Foto hat, beeinflusst das letztendlich auch die Farbgebung. Und auch im Rotbereich könnte ich jetzt hier hergehen, noch ein bisschen anpassen. Das heißt, hier könnte man mehr so noch in Richtung Sonne gehen. Ja, so ungefähr. Okay, so im Großen und Ganzen finde ich das Foto schon ziemlich gut und es hat auch, ja, schon ein bisschen was von dem Original. Natürlich bewegen wir uns hier nochmal in einer ganz anderen Ecke, weil wir hier noch keine Verlaufsfilter angewandt haben. Das heißt, die kommen jetzt zum Einsatz und ich wähle meinen ersten Verlaufsfilter aus und setze es hier auf 0. So, das heißt, wir setzen den hier so ein bisschen mittig davor. Und ich gebe hier ein gutes Stückchen mehr Licht. Die Maske ist auf 100%. Das ist sehr schön weich. Sehr gut. So. Ein bisschen größer machen. Das weniger von der Belichtung. Ja, das passt. Jetzt könnten wir hier noch ein bisschen mit dem Weißabgleich arbeiten. Das heißt, noch mehr Gelb und noch mehr Rot reinbringen. Das tue ich jetzt aber nicht. Ich würde das jetzt so lassen. Ziehen Sie noch ein bisschen größer. Und gehe noch ein bisschen mit der Belichtung zurück. Und dann wähle ich eine zweite Maske aus. Die mache ich wesentlich kleiner. Das gleiche Spiel wieder. Etwas mehr mit Belichtung, Lichter und Tiefen. So, und dann ziehen wir noch einen Radialfilter eher längs drüber. Der ist dann ungefähr so. Und dem gebe ich auch etwas mehr Helligkeit. Nur so ein Ticken. Ja. So. Okay. Der nächste wäre dann zu setzen hier unten. Ich mache die Person bewusst zum Schluss. Setze den hier unten rein. Hier gehe ich mit der Klarheit nach oben. Und vielleicht noch etwas mehr mit den Tiefen und mit den Lichtern. So, genau. Okay, sehr gut. Exakt so eine Maske duplizieren wir jetzt und setzen sie nochmal auf die Mitte. Und zwar können wir die drehen. So. Okay, Lichter und Tiefen setze ich zurück. Dann könnte man auch schauen, ob man die ein bisschen zurücknimmt. Nur so ein Ticken. Und ja, von der Klarheitsstufe, da hängt es dann immer ab, was die eigenen Präferenzen sind. So, okay. So, gut. Den nächsten Filter setze ich hier drauf. Auch wieder etwas mehr Klarheit drauf geben. Mhm, das sieht schon gut aus. Gut, die machen wir weg. Und jetzt zoome ich noch hinein und male hier mit dem Pinsel noch etwas die Jacke nach. Auch wieder mit Klarheit nach oben gehen. So habe ich noch ein bisschen mehr. Ja, noch ein bisschen mehr Helligkeit auch auf der Jacke. Und ich mag das nicht zu krass rausstehen haben, aber sie soll schon rauskommen, sodass man die Jacke mit ihrem Blau nochmal deutlich erkennen kann. So. Ich habe jetzt automatisch Maskieren drin, das heißt, der Pinsel wählt auch aus, wo es Sinn macht,
zu malen. Ich kann das wegnehmen, dann wird der Effekt wesentlich deutlicher, weil dann der Pinsel komplett die ganze Fläche, die gedrückt wird, dann auch dementsprechend bemalt. So, nicht zu viel. So schaut das schon mal gut aus, okay. Ja, sehr gut. Okay, jetzt kümmern wir uns noch um die Farbe. Und zwar habe ich noch etwas ausgelassen. Am Ende gehe ich nochmal mit der Pipette oder mit dem Stift hier aus der Sättigung noch rein und wähle mir das Blau aus und klicke rein und ziehe nach oben. Und da kann ich jetzt bestimmen, wie intensiv das Blau rüberkommen soll. Also bis zum Anschlag wäre das. Das ist zu heftig und komplett nach unten wäre dann schon farblos. Von so her suche ich jetzt etwas Mittleres raus. Ein kräftiges Blau soll es schon sein. Okay, sehr gut. Und das gleiche könnte man jetzt auch mit der Sonne tun. Das heißt, hier könnte ich jetzt noch hergehen und das Ganze noch dramatischer machen. Möchte ich aber nicht. Gehen wir wieder zurück. Genau, weil es eben schon ziemlich knallig ist. Okay, das ist schon mal das Große und Ganze vom Foto. Um die Farben jetzt noch exakter anzupassen wie das Original, was ich hochgeladen habe, müssten wir jetzt natürlich hier in die Gradationskurve reingehen und müssten dann auch in den dementsprechenden Rotwerten das ganze Bild anpassen. Wie ihr sehen könnt, kann ich hier recht viel nochmal mit der Farbe tun. Und zwar, je nachdem, in welchem Bereich ich hier unterwegs bin, kann ich der Farbe nochmal etwas mehr oder weniger Kontrast oder auch eine andere Farbgebung, eine andere Tonung verleihen. Das tun wir jetzt mal noch. Also wer das Video länger schaut, der sieht also auch, was wir in dem Foto noch machen könnten. Das gefällt mir nicht so ganz, das lasse ich weg. Und im Blaubereich, ja, das schaut auch ganz gut aus. Okay. So, gehen wir wieder in die RGBs zurück und in der Sättigung gehe ich noch ein ganzes Ticken zurück, sodass wir einen deutlich kühleren Ton drin haben. Okay. Und am Ende schaue ich dann nochmal in den Weißabgleich ganz oben. Und da können wir uns jetzt ein bisschen durchprobieren, was denn ganz gut dazu passt. Also, automatisch sagt die Kamera, das Bild ist viel zu gelb, das heißt, sie regelt nach in den kühleren Farbton. Das liegt wahrscheinlich auch größtenteils an der Sonne, dass sie das so entscheidet. Genau. Und hier könnte man jetzt verschiedene Szenarien durchgehen. Also Tageslicht wäre die Form des Weißabgleichs, die normalerweise passt. Da wir aber hier auch Schatten haben, müsste auch Schatten passen. Bewölkung. Tut sich nicht so viel. Ja, und alles andere ist ein bisschen außer Frage. Das heißt, ich gehe wieder automatisch rein und nehme den Regler etwas mehr in den gelben Bereich, sodass ich ein bisschen was von dem Blaustich im Schatten habe, was ich so möchte, was auch ein bisschen cinematischer dadurch wirkt. Und die Sonne an sich ist gelb-rot gefärbt, sodass wir den Sonnenuntergangsmodus hier voll drin haben. Das können wir ein bisschen nachregeln hier. Vielleicht noch mehr ein bisschen noch ins Gelb, nicht ganz so heftig orange. Und dann passt das. Im Großen und Ganzen ist es jetzt schon das Foto, wie ich es dann auch rausgegeben habe. Hier unten könnte ich jetzt noch einen Verlaufsfilter setzen, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu untermalen. Das tue ich jetzt mal noch. Der ist also schon voreingestellt mit Klarheit. Da könnte ich noch ein bisschen was zugeben. So, etwas größer ziehen. Exakt. Und dann könnte ich noch reinzoomen und hier unten den Schatten noch etwas nachmalen. Und zwar lege ich erst einmal eine leere Maske an, ziehe die Tiefen etwas runter, die Lichter, und dann male ich hier so ein bisschen noch rein und schaue mir dann in der Großansicht an, wie es kommt. Ja, ist ein bisschen heftig, das heißt, ich gehe in den Pinsel nochmal rein und nehme die Tiefen wieder etwas hoch. Aber im Großen und Ganzen sollte das so passen. Genau. Und abschließend natürlich noch einen Verlaufsfilter für die Seiten, und zwar mag ich das dann auch ein bisschen gern drin haben, dass man also zusätzlich zur Vignette oder auch ohne Vignette hier noch einmal im Wald etwas mehr
ja, etwas mehr Tiefe noch gibt, indem er noch etwas abgeschattet wird. Links und rechts mache ich das Ganze. So. Und auch da kann im Nachhinein noch geregelt werden, wie viel dunkel sein soll oder ob man das überhaupt braucht. Ich finde es ziemlich cool und es passt auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut hier rein. Von so her habe ich das dann gern so drin. Ihr könnt dann in der 1:8 Ansicht, die habe ich auch gern drin, nochmal schauen, wie das Foto im Gesamten wirkt. Denn es ist was anderes, das Foto auf dem großen Bildschirm zu haben oder doch mal in Kleinform zu sehen. Und ja, also wie ich jetzt finde, ist es ein sehr cooler Look und genauso würde ich es wieder hochladen. Also in diesem Sinne hoffe ich, hat das Video euch etwas gebracht und ihr habt ein paar Sachen vielleicht mitgenommen. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr etwas anders machen würdet, schreibt es mir gerne unter das Video. Und wenn ihr gern mehr von Making-ofs sehen wollt, dann schreibt mir das auch gerne in das Video hier drunter, in die Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!